Um mit dem Scharfschützen von Level 8 auf Level 9 zu kommen, müssen wir 60 Gegner mit einem Scharfschützen- oder Präzisionsschützengewehr töten. 60? Habe ich 6 gesagt? Keine Ahnung. Wir müssen 10 gegnerische Drohnen zerstören. 5 mal 3 Gegner in weniger als 3 Sekunden. Kann sein, dass ich dafür die Waffe wechseln muss. Und einmal 15 Gegner mit einem Scharfschützengewehr oder Präzisionsschützengewehr ohne Schaden zu nehmen. Und wie du vielleicht hörst, nutze ich ein neues Mikrofon. Ich habe mir jetzt endlich mal das Yeti X gegönnt. Ich hoffe, es ist richtig eingestellt. Wenn nicht, werde ich das nach und nach ja noch ein bisschen nachjustieren. Ich hoffe, das funktioniert jetzt auch alles und ich habe nicht nachher ein Video ohne Stimmspur. Das wäre äußerst ärgerlich. Ja, so. Aber wir befinden uns hier in Finnburg an der Whitestone Farm und versuchen da einfach mal ein paar Gegner wegzusnicken. Aber ich höre hier hinten schon die ganze Zeit irgendjemanden labern. Wir können, wenn das geht, ja auch hier rüber laufen und dann die Gegner von dort wegsnicken. Geht das? Ja, wenn man geschickt ist, was ich nicht bin, geht das. So. Oder? Komm schon. Nee, er geht nicht drüber. Schade. Naja. Ist da hinten einer? Nee, ist nur Gras. Alles klar. Ich hoffe, es ist auch einigermaßen richtig abgemischt, der Ton. Wenn nicht, wäre das äußerst ärgerlich, aber ich habe einige Testaufnahmen gemacht, aber die waren halt immer nur ein paar Sekunden lang. Und ich habe vergessen, Voice Attack zu installieren. Schon wieder. Schon wieder. Aber das wird jetzt nach und nach kommen, denn ich habe mir als Ziel gesetzt, für dieses Jahr wieder jeden Monat mindestens 4 Videos aufzunehmen. Feinde in der Nähe. Denn diese ganze Nicht-Videoaufnehmerei ging mir ehrlich auf den Keks. Zuzuschauen, wie mein YouTube-Kanal langsam den Bach runtergeht, in den ich so viel Arbeit und Herzblut reingesteckt habe, das war nicht angenehm. Ja, neue Lebensumstände und so, ne? Neue Freundin. Schwer ADHS-krankes Kind. Da geht das nicht alles so, wie ich mir das vorgestellt habe und von früher kenne. Was habe ich denn eigentlich hier dabei? Oh, ich wollte nicht nachladen, verdammt. Niemand wäre so dumm, sich hier zu verstecken. Ja, stimmt, die gibt es ja auch noch. Okay. Das heißt, ich kann den Scharfschützen da hinten nehmen. Ihn hier und den anderen da drüben. Allerdings habe ich jetzt nur noch 2 Schuss im Magazin. Ich hoffe, man hört die Seitengeräusche und so. Oh nein, Louis. King Louis. Ist aber keiner irgendwie. Ist ja nichts mit ohne Nachladen, ne? Ne, nur ohne Schaden zu nehmen. Wie viele Gegner haben wir? 8, fehlen noch 7 für die 15. Das Fury.
Was machen Sie hier? Ich mach gar nichts hier. Nur die Ruhe. Wer sind Sie? Gott. Wer verdammt sind Sie? Ich bin der Schatten, der die Nacht durchflattert. Komm einfach mit und siehst dir mit eigenen Augen an. Die Selbstversorger sind unsere Freunde. Nein, keine Chance. Wenn wir Proviant da rausbringen, denken die noch, dass wir den Outcasts helfen und verhaften uns. Es hört sich an, als würden die direkt neben mir stehen. Du weißt selbst, dass wir jeden Tag gegen die Regeln des Ausnahmezustands verstoßen, um zu überleben. Wir dürfen nicht mal da draußen sein. Wenn ihre Gesetze uns davon abhalten sollen, das Richtige zu tun, dann müssen wir diese Gesetze... Da oben ist jemand. Gesetz ist Gesetz, selbst wenn es scheiße ist. Sentinel hat uns nichts zu sagen. Die Gesetze sind nicht bindend. Wir sollten uns einzig und allein davon leiten lassen, was das Richtige ist. Komm einfach mit mir. Gut. Das ist einmal, weil da drüben waren noch einige. War aber noch einer irgendwo. Ja, komm, Baby. Irgendwo da drüben ist der, oder? Ah, da. Blitz. So, ich glaube, das waren die, die hier waren. Zählt das Ding als gegnerische Drohne? Nö, ist auch unzerstörbar. Alles klar. Noch ein Gegner. Wenn wir das schaffen, ohne Schaden zu nehmen, dann haben wir diese eine Herausforderung schon mal geschafft. Ja, mach mal, Fury. Und hier in der näheren Umgebung ist niemand mehr, die darüber springen kann. Kann ich das doch auch, oder? Ja, nice. Ah, da hinten, guck mal. Das war die erste Herausforderung. Also die letzte der drei, die dritte. Da ist der Funke. Da war der Funke. Da war auch noch einer. Da ist er. So. Gibt's hier noch Gegner oder war's das? Ach, guck mal da. Es gibt sogar zwei. Guck mal, ob es damit Durchschuss gibt. Warum die mich so nicht sehen, weiß ich zwar auch nicht, aber... Nein, gibt keinen Durchschuss. Alles klar. Zählt nicht als Drohne, schade. So, was mache ich denn hier? Ich war gerade dezent überfordert. Wer schießt denn da? Ach, Fury war das. Ich müsste mich mal heilen. Wäre ganz gut eigentlich. Ich will wissen, wo die sind. Gut. Gut. Ich hatte gehofft, dass der Geschützturm als Drohne zählt, aber tut er offensichtlich nicht, was schade ist. War dann etwas überfordert mit der Waffenauswahl. Oh, hallo? Wer schießt und wo?
Gut, das kriegen wir hin. Ich hab den Bock nicht. Wir werden ein blaues Wunder erleben. Gut, das war's. Alles klar. Haben wir noch ein Fahrzeug? Guck mal. Da haben wir das Fahrzeug, mit dem der eine da geflüchtet ist. Gibt's hier vielleicht ein Heli oder sowas, womit wir zum nächsten Gebiet fliegen könnten, wo es noch Gegner gibt? Erstmal hier Munition einsammeln. Wenn noch welche da liegen würde. Ja, fahren wir zur Not. Ach, guck mal, da gibt's tatsächlich ein Heli. Schnappen wir uns doch den. Ist viel geiler zu fliegen, als zu fahren. Es tut so gut, wieder ein Spiel zu spielen, das ich wirklich liebe. Es tut so gut. Ich bin einfach auch komplett newsmäßig komplett raus. Ich fühle mich wie, keine Ahnung, der letzte Gaming-Legastheniker. Ich habe früher regelmäßig Gaming-News geguckt von der GameStar und habe gelesen und gemacht und getan. Kein Saft mehr. Die Drohne ist ausgeschaltet. Gerade wenn man sie mal brauchen kann. Aber das... Dafür gibt es momentan keine Zeit. Leider. Aber das wird wieder. Hoffentlich. Irgendwann. Zur Not muss ich 5 Stunden früher aufstehen. Nee, keine Ahnung. Als Single hat man schon mehr Zeit. So. Wo geht's denn überhaupt hin? Einfach hier so nach Süden zu Andersons Farm. Ja, Kameraden, kommt ihr heute noch oder? Er beamt sich einfach durch den Heli. Das war die Richtung, ne? Ja. Auf geht's! Ach, das da ist es. Okay. 10 gegnerische Drohnen wird auf jeden Fall schwierig. Aber die Gegner an, für sich sollten kein großes Problem darstellen. Ist halt einfach nur eine, ja. Fleißaufgabe. Komm, hab ja noch ein paar. Verschaffen wir uns mal einen Überblick. Okay, da unten sind ein paar, da unten ist auch noch ein Scharfschütze direkt unter uns. Da ist einer spaziert, da. Und Level up. So, ich müsste noch genau 2 Schuss im Magazin haben. Oh verdammt, verzählt! Ich hab mich verzählt, aber hab's gerade noch so gerettet. So, noch ein Scharfschützen irgendwo? Nee, ne? Sieht nicht so aus. Ich weiß, dass da drüben noch jemand war. Da? Ich kann nicht weit genug nach unten gucken. Verdammt. Das ist unfair. Nein! Geil. Ich wollte umdrehen und er macht einen Schritt nach vorne. Warum? Es ist einfach ein Verhalten des Spiels, das ich bis heute nicht verstehe. Fertig, kannst wieder los. Aufgepasst. Reduzieren Sie Reisen auf ein Minimum. Ja, ich weiß, gruselig. Scheiße, verdammt! Oh shit. Vorsicht, die wissen, dass wir da sind. Oh, das ist schlecht. Oh, hallo.
Gut, aber ich glaube an und... Oh, wollte gerade sagen, abgesehen davon hat keiner mitgekriegt, aber das war ein Trugschluss. Und leider steht unser Heli jetzt auf dem Dach. Und wir kommen nicht mehr dran. Ist hier auch ein Heli? Oh, guck mal da. Gibt sogar einen. Wie viel brauchen wir denn eigentlich noch? Noch 9? Oh, hallo. 29. Ich laufe da rum wie der letzte Vollidiot. Taktik? Was ist das? Wer braucht schon Taktik? Spiel zwar auf Extrem, aber hey, es ist nur Breakpoint. Ich führe Schritt da. Und da drüben. Ach nee, das Fixit. Oder läuft der am Gegner hinterher? Ich dachte, ich hätte da jemanden gehört. Ah, da. Guck mal da. Der tödliche Oberarmschuss. Wer kennt ihn nicht? Na gut, ist schon. Wenn er nicht durch die Wunde stirbt, dann zumindest durch den Schock. Gut, ich weiß nicht, ob es hier so viele Gegner gibt, ne? Schütztürme zählen ja leider nicht. Als Drohnen? Ich weiß doch nicht, wo wir die ganzen Drohnen herholen sollen. Ich renn zum Heli. Und dann fliegen wir weiter zum nächsten Ort. Schauen wir mal, vielleicht ein Basislager oder sowas. Wäre ganz praktisch. Irgendwas mit einer höheren Gegnerdichte. Die Gefahr, dort entdeckt zu werden, ist natürlich ungleich höher als hier in so einer Farm, aber... Ja. Respawn war halt, ne? Habe ich mich eigentlich eben geheilt? Nee, hatte ich nicht. Alles klar. Gut. So, steigen wir mal ein und schauen. Also, wo können wir denn hin? Blue Corp Startup. Gibt es da nicht irgendwie eine... Ich meine, irgendwo Solarparken, jetzt auch ziemlich klein. Wobei hier der Bereich schon größer. Checkpoint, Kontrollstation. Da gibt es auch nur so 5 bis 10 Gegner. Wir fliegen einfach mal hier so die Richtung alles ab. Dann schauen wir. Ist das auch die Richtung hier? Ja. Und ich warte jetzt... Auch nicht mehr auf die Kameraden, die sollen sich herbeamen. Ich habe nämlich nicht ewig Zeit. Meine Freundin ist nämlich aktuell nur mit ihrem Sohn in der Ergotherapie. Und wenn alles nach Plan läuft, ist sie in 20 Minuten schon wieder da. Und irgendwie müssen wir das noch hinkriegen. Vorsicht, da kommt was auf uns zu. Dass wir diese Folge hier wenigstens aufnehmen können. Weil großartig schneiden kann ich hier nicht, weil ich die Software hier nicht habe. Und selbst wenn ich sie hätte, was ja einfach zu lösen wäre, indem ich sie runterlade, könnte ich sie nicht aktivieren, weil es auf dem PC aktiviert ist und dort zuerst deaktiviert werden müsste. So. Ich lade erstmal nach diesmal. Dass es wieder so einen Abfuck gibt wie eben. Dann warten wir mal. Feind Con was? So, wer verdreht sich hier Knöchel? Da. So geht das. Das war ganz schön gewagt.
Gefällt mir nicht. Fury könnte mal wieder scannen zur Abwechslung. Aber die hat keine Lust mehr scheinbar. Oh, hallo. Mist! Weg hier! Sicherheitshalber nachladen. Ich kann nicht nachladen. Entweder hat er gerade nachgeladen und ich habe es nicht gemerkt. Oder ich habe keine Munition mehr. Eine Option der beiden ist gut, die andere äußerst schlecht. Ich infiltriere eine Basis mit einem Scharfschützengewehr. Ich bin der beste Elitesoldat der Welt. Endlich scannt Fury immer wieder. Gut aufpassen, da sind eine Menge Feinde auf dem Scan. Oh, da hinten ist ein Minigunner. Noch ein Minigunner da. Da drüben ein Haufen Feinde. Ich muss da raus. So, der andere Minigunner ist auch irgendwo da hinten. Dank der panzerbrechenden Munition sind die ja kein großes Problem. So, noch 14 Gegner, dann haben wir es. Da ist einer. Moin. Nachgeladen und Feuer. Shit. Nein. Als Bewegung. Shit. Oh ne, doch, ich hab ihn doch durch die Wand gekriegt. Cool. Okay, es war knapp. Es sind aber nur noch 7 Gegner jetzt. Glaub nicht, dass es die hier noch gibt. Muss da einmal nachladen. Oder auch nicht. Wenn ich gleich keine Munition mehr habe, ne, beim letzten Gegner, ne, dann raste ich aber aus. Der Heli war irgendwo da hinten, ne? Ne, da war ich gar nicht. Oder? Doch? Heli ist wo? Da. Irgendjemand weiß, dass hier jemand ist. Ist mir aber wurscht, den einen suche ich jetzt nicht. So, wo gehen wir hin? Weiter Richtung dahin, wo der Heli nicht zeigt. Heli einsteigen und rückwärts fliegen. Gehen wir dahin. Viehverarbeitungszentrum dann hier. Ja. Wird gemacht. Ganz genau so wird's gemacht. Achso, ich wollte ja gar nicht mehr auf die warten. So. Ab geht's. Oh, da unten ist noch ein Checkpoint. Ah, guck mal an. Ach, das ist auch nur ein Geldstandort. Da ist es. Wenn das der Ort ist, von dem ich glaube, dass er es ist, gibt es dort auch eine Drohne. Aber die Gegner sind dort trotzdem auch relativ rar gesät. Kein Kontakt!
Nein, 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 nicht kaputt gehen! Nein! Du hast mir treu gedient, Heli. Du hast mir treu gedient. Flup. Gut ist, die Gegner kommen jetzt alle zu mir. Noch 5 im Scharfschützengewehr. Okay, da kann ich nicht durchschießen. Allerdings trifft er nicht so gut wie ich. Schaff uns mehr Feuerkraft, Fixit. Da rennt auch noch einer rum. Okay, meine Freundin hat gerade geschrieben, sie fährt jetzt los. Das heißt, sie ist in einer Viertelstunde, 20 Minuten da. Es wird knapp. Es wird verdammt knapp. Noch 2 Gegner hier. Mach hier das Ding mal aus. Es wird verdammt knapp. Ich muss mal gerade schnell schauen, was sie genau geschrieben hat. Alles klar. Sie fährt jetzt los und ich soll das Medikament für ihren Sohn nicht vergessen. Alles klar. Das Problem ist, ich sehe hier keinen Gegner mehr. Ich weiß, dass sie da sind, aber ich weiß nicht wo. Wohin können wir noch? Richtung... Ich bin gar nicht wirklich... Oder? Ich bin gar nicht da, wo ich hin wollte. Ich wollte eigentlich dahin und nicht dahin. Ich bin halt einfach wieder das Navigationsgenie. Ja, lauft ihr immer auf bessere Positionen. Damit ich euch besser töten kann. Wie viel brauchen wir noch? 2. Jetzt wird's hektisch. Wie gesagt, ich kann hier nicht gut schneiden. Deswegen gibt's auch kein Intro mehr. Beziehungsweise Intro gab's ja nie so wirklich, aber keine Bauchbinden mehr so. Ein Hinweis auf unseren Discord-Server. Da haben wir die erste Herausforderung geschafft. 10 Drohnen und 5x3 Gegner in weniger als 3 Sekunden. Das ist eher ein Fall für die Pistole. Das sind aber mehr als 3 Sekunden. Gut, das wird nix hier. Wegbeamen kann ich mich nicht. Ein Fahrzeug. Irgendwo, irgendwas, womit ich fahren kann. Oh, da hinten rennt ein Gegner. Oh, nicht nur einer. Alter, ich bin tot. Warum braucht er so lange zum Nachladen? Aber ich gebe jetzt auf. Einfach, damit wir dann direkt zu einem anderen Ort uns beamen können. Weil die Zeit knapp wird, also die Echtzeit. Die Zeit im Real Life wird knapp. Ich habe keine Ahnung, wo es viele Drohnen gibt. Die sind bald da. Ah, shit. Ach, die hat doch erst vor 3 Minuten geschrieben. Okay. Ich müsste eigentlich jetzt Pause machen und meine Schuhe anziehen. Das ist schlecht. Ah! Da war ich gerade, war scheiße. Da, die Whitestone Farm, auch scheiße für so eine Aktion. Ich weiß, wo es gehen könnte. Ich habe das Biwak im Harris Forest noch nicht, verdammt. Ich bin aber relativ nah dort dran. Wenn ich mir ein Fahrzeug nehmen würde. Also ich laufe einfach auf der Straße entlang. Ich laufe auf der Straße entlang. Ich
Steht ja nicht, ich soll die erschießen, ne? Steht nur, ich soll die töten. Habe ich zufällig einen Raketenwerfer dabei? So generell. Ja. Sind ja drei drin, hoffe ich, oder? Das hat nicht gezählt. Wir wissen ganz genau, dass wir hier sind. Es waren wohl nicht drei. Verdammt. Ja, wenn... Wie war das? Schnell ist langsam und langsam ist schnell, ne? Wir sind nicht allein. Bleib wachsam. Feind Kontakt. Roger. Wenn sie kommen, schaltet sie auf. Mehr Feuerkraft ist gleich tot. Hallo, E-Beams. Oh, shit. Okay, bin tot. Okay, nochmal direkt neu. Ah, ich hasse es, Zeitdruck zu haben. Ich könnte das Video natürlich auch einfach erst nächste Woche veröffentlichen. Ist jetzt hier die erste Januarwoche, wo ich das aufnehme. Und dann zwischendrin dann gucken, dass ich meine Software wieder krieg, der ich das alles richtig machen kann. Von Vorteil wäre es jedenfalls. Ich könnte mir hier auch eine MK14 ausrüsten, mit der kann ich schneller schießen. Es fehlt halt nur noch die zwei Dinge. Das kriegen wir nicht mehr hin. Ich meine, der Tatsache müssen wir eigentlich ins Auge sehen, weil in 10 Minuten noch 10 Drohnen zu töten, zerstören. Ist nicht sehr realistisch, leider. Wir haben Gesellschaft. Vorsicht. So, wie viele sind da drin? Guck mal, da hinten sind auch ein Haufen. Gutes Ding, Lostlied. Oh, es waren tatsächlich drei. Oh, nochmal drei. Oh, shit. Okay. Untersuche das. Shit. Gut, wir müssen wissen. Ich schieße. Ich hab eine Beule reingebracht. Verstanden. Alle nicht nachlassen. Du kannst ihn. Ich merke dir das. Shit. Das Na gut, okay. Ich glaube, mehr werde ich nicht mehr hinkriegen. Die kommen jeden Moment. Ich habe eigentlich gesagt, aber wenn die mir geschrieben hat, als er losgefahren ist, ne? Das war... Mache ich mir hier vielleicht mehr Druck, als es sein muss. Das war vor 8 Minuten ungefähr. Packen wir es an. 7 Minuten, 8 Minuten. Eigentlich habe ich mindestens noch 5 Minuten Zeit. Ich muss mich auch noch fertig machen, muss noch anziehen und so. Weil sie zur Physio muss. Und mich dann nur abholt. Ich muss dann bereit sein. Ich stecke jetzt mal das Biwak da hinten auf. Oh, da kommt ein Auto. Wie viele Leute sind da drin? 2. Zu wenige. Da ist das Biwak. Krieg's aber nicht gescannt. Augen auf. Wir haben Gesellschaft. Ich hätte mir auch das Fahrzeug klauen können, verdammt. GTA-Style. Schade. Verpasst. Und ich muss Voice Attack installieren. Muss ich mir nachher alles mal notieren, damit ich das nicht immer wieder vergesse. Voice Attack. Anständiges Schnittprogramm. Vielleicht mal, wenn ich wieder an meiner Wohnung bin. Wann auch immer das sein wird. USB-Stick mitnehmen und die ganzen Assets, die ganzen Vorlagen mitnehmen, die alte Software deinstallieren, beziehungsweise deaktivieren. Deinstallieren muss ich sie ja nicht. Ich brauche das Biwak am Harris. Da hinten ist ein anderes Biwak, ne? Ne, es müsste das am Harris Forest sein hier. Aber ich krieg's nicht gescannt.
Da. Oder? Ich krieg's nicht gescannt. Es ist zum Mäusemelken. Kann schon fast sehen, ne? Tja, das wird so nix. Ist ein Auto echt an mir vorbeigefahren? Hat mich nicht gesehen? Ah, guck mal da, drei Gegner. Nein! Hab daneben geschossen. Wie ärgerlich. Vorsicht! Der Feind operiert in unserem Sektor! Wie ärgerlich und dumm. Ein bisschen Munition kann nicht schaden. Spritzen auch nicht. Ich glaube, das war's. So, ab geht's. Es ist 10 Minuten her, dass er geschrieben hat. Ich spiele gerade eher gegen die Zeit als gegen die. Oh shit. Das ist sogar tatsächlich eigentlich gut. Oh shit, doch nicht. Nein, daneben. Shit. Gibt's doch gar nicht. Ich dachte, die kommen mir entgegen. Okay, ich muss aufhören. Es tut mir leid. Ich muss das irgendwie zusammenschneiden. Dann, ja, bis gleich für euch. So, da bin ich wieder. Und wir schauen wieder weiter. Nach den Aufgaben. Das hat ja super geklappt. Mit meinem Plan. Mit meinem Plan, das Video letzte Woche zu veröffentlichen. Das war ja, also, ja, da fehlen einem eigentlich schon fast die Worte. So, was müssen wir denn noch tun? Wir müssen immer noch 10 gegnerische Drohnen zerstören. Und zweimal 3 Gegner so. Ja, kriegen wir hin, denke ich. Habe ich gar keine Testaufnahme gemacht. Oh. Gerade einen Moment, bin sofort wieder da. Gut, da bin ich wieder. Einfach mal die Aufnahme, die Live-Aufnahme als Testaufnahme missbraucht. Warum auch nicht? Gibt es da Drohnen? Ne, das sind keine Drohnen, das sind aber 3 Gegner. Aber wenn ich die nur töten muss, das heißt, zählen auch die KI-Kameraden? Schauen wir doch einfach mal, ob die auch zählen. Bin soweit. Feindliches Ziel im Visier. Alle tot. Nein, die zählen nicht. Schade. Habe ich das schon mal ausprobiert? Ich weiß es gar nicht. Trotzdem sehr schade, dass sie nicht zählen. Wo könnten wir denn... Habe ich doch gerade eine Drohne gesehen? Ne, war ein Vogel, ne? Wo könnten wir denn Drohnen finden? Wir haben ja hier mit diesem Spielstand noch so gut wie nichts aufgedeckt. Hier könnte es... Also an Lagern gibt es halt meistens irgendwelche Drohnen. Das ist halt die Frage, ne? Aber hier, Wartungsbereich. Hier werden tödliche Drohnen gewartet. Fährt doch bestimmt auch eine Drohne irgendwie rum, oder? Gehen wir doch mal da hinschauen. Die Gegner, die machen wir vielleicht nebenbei, vielleicht auch nicht. Ich habe mal so ein bisschen in die andere Aufnahme reingehört. Also in die erste Aufnahme. Und habe gemerkt, ja, es hallt ein bisschen. Ich habe mich jetzt ein bisschen umgesetzt. Ich sitze jetzt quasi vor einer Wand mit einem Stoffbehang. Aber ich weiß nicht, ob das was bringt. Das werden wir sehen, wenn die Aufnahme hier fertig ist.
Ansonsten kann ich gegen den Hall leider wenig machen aktuell. Stimmt, hier an dem Damm-Dingens da, an dieser Mauer, gibt es ja auch immer Drohnen. Machen wir mal den Schalldämpfer ab. Und hoffen, dass wir nicht sofort sterben. So, benutzen wir gerade die panzerbrechende Munition dafür. Und dann haben wir vielleicht Glück. Bam. Bam. Nice. Es hat vorzüglich funktioniert. War nur ein bisschen laut, aber... Ist da noch Drohne? Nee. Aber hier. Ausgebrannte Gebäude. Ich denke, ich steige mal gerade mit der Drohne hier auf und decke noch ein paar Biwaks auf, damit wir hier ein bisschen mehr Freiraum haben, was die Teleportation angeht. Schnellreise, Entschuldigung. Okay, war es das? Da hinten ist noch. Und dort auch noch. Gut, ich denke, das war so ziemlich alles, was wir hier in der Nähe haben. In welche Richtung ist denn diese Drohnenwartung? Ist da vorne. Da. Einen panzerbrechenden Schuss habe ich noch drin. Ach, guck mal. Ja, der Weltdatenspeicher ist das. Da gibt es das LGP-3 oder LTGP. Halt das coole Nachtsichtgerät, das gibt's da. Ja. Ich denke, da müsste mindestens eine Drohne rumschwirren. Und wenn es nur eine Bodendrohne ist, ist ja egal. Solange wir sie klein kriegen natürlich. So, und? Ja, da fährt eine. Sehr gut. Eine fährt da. Ich habe nur so den Verdacht, die kriegen wir nicht mit einem Schuss klein. Hä? Achso, hat sich an den Baum geheftet. Jetzt habe ich die Drohne aus dem Blick verloren, verdammt. Schütztürme zählen ja leider nicht als Drohnen, wie wir schon festgestellt haben. Hier ist alles sicher. Ist nicht mehr lange alles sicher, würde ich mal so behaupten. Nö, ich will eigentlich ziemlich viel Krach machen. Oder ich markiere die mal. Einfach damit die keinen Stress machen. Das sind doch zwei. Ich höre doch zwei reden. Ah, das ist die Drohne. Solide Arbeit. Okay, ich bezweifle nie wieder, dass wir eine Drohne mit einem Schuss klein kriegen. Krass. Hab nicht gedacht, dass die panzerbrechenden Schüsse so krass sind. Gut. Ich sehe einen Sniper, der gleich schießt. Ja, so geht das. Und wir verkrümeln uns. Jetzt haben wir drei Drohnen.
schauen wir mal, wo wir als nächstes hingehen können. Und dann gehen wir dorthin. Im Sperrgebiet 1, ne, an dieser Mauer. In diesem Grenzschutz zum Sperrgebiet 1 sind diese Drohnen, diese Flugdrohnen, wo wir eben schon zwei erlegt haben. Wenn wir da das richtige Mauerstück erwischen, müssen wir 2 bis 5. Hoppala. Bam. Geiler Scheiß. Tödliche Schuss in den Oberschenkel. Die Oberschenkelarterie einfach zerfetzt. Aber ich mache einen Schalldämpfer zur Sicherheit mal nochmal ein bisschen drauf. Da schau ich jetzt mal gerade, Sperrgebiet 1, das ist irgendwo da unten, ne? Aber wir sind im Sperrgebiet, na toll. Wo ist denn diese Mauer? Die ist an der Grenze, hier, ne? Also eigentlich von hier aus, geradeaus. Wo wir eben schon waren. Nur noch ein Stückchen weiter. Hui! Hoppala. Ja, ich habe nur einen Autoführerschein, Entschuldigung. Eieiei. Können wir eigentlich schon wieder reisen? Ne, sind immer noch im Kampf hier. Alter, was war das denn? Okay. Da unten ist noch ein kleines Lager oder so. Schauen wir auch mal noch rein. Also irgendwie hat das Fahren in Wildlands mehr Spaß gemacht. Oh, eine Drohne. Es ist irgendwie komisch, mit Drohnen zusammenzuarbeiten. Ich bin zwei am Boden! Ah, Bewegung! Gut. Haben wir noch eine Drohne. Servus, Grüezi und Hallo. Bitte sterben Sie leise. Fahren wir doch mal mit der Karre dahin. Alle Mann einsteigen und Frau. Sieht optisch halt schon cool aus, ne? Das ist eine Drohne. Ich sehe hier die Drohne. Oh, jetzt hier Gegner. Upsa, was war das denn? Einmal hier, einmal hier, einmal da. Ne, nehmt den. Kann losgehen. Ich bin schussbereit. Schwergewicht im Verhältnis. Das war's. Wir haben alle erwischt. Gut gemacht. Wo ist da noch einer? Ich sehe ihn nicht. Aufpassen. Ich glaube, wir haben Besuch im Sektor. Genial. Gut. So, und jetzt Schalldämpfer ab. Bewege mich auf Feind zu. So, und die Drohne übernehme ich. Erfasse den Raketenschutz. Sauber. Gut. Nice. Schalldämpfer wieder drauf und weiter geht's. So, in welche Richtung? Ich habe die Peilung verloren. Kurz orientieren. Wir sind eigentlich nochmal da hoch, ne? Das da oben. Da oben ist ja keine Mauer, ne? Die Mauer ist nur hier. Hier, da. Hier hin könnten wir, aber.
Ich markiere mir die jetzt mal, damit ich die Peilung nicht mehr verliere. Das Biwak hier. Oh, okay, das Auto ist kaputt, tatsächlich. Cool. Oder bin ich hinten eingestiegen aus Versehen? Ja, bin ich. Ich helfe. Ziel getroffen. Hopp, 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 marsch, marsch, marsch. Schneller. Sind ein paar Wolves. Wie viele Gegner brauchen wir noch? Und noch einmal drei Gegner. Die kriegen wir da. Alles sauber. Okay, hier ist auch nichts. Shit! Oder auch nicht. Vielleicht kriegen wir sie auch nicht, aber ich respawn jetzt, damit wir uns beamen können. Tja, dumm gelaufen. Nicht getroffen, Schnaps gesoffen. Es kommt davon, wenn man sich nach dem Ziel noch bewegt. So, gut. Dann ordnen wir uns direkt dahin. Und da ist ja die Mauer. Können wir da hoch? Oder haben wir hier noch ein Biwak, was näher an der Mauer ist? Das hier vielleicht? Das, bei dem wir eben schon waren. Dann fahren wir einfach die Mauer ab. Ich höre schon eine Drohne. Sehr gut. Aber ich kaufe mir gerade mal noch schnell einen Raketenwerfer. Ich habe den Laden im Biwak hier ja aktiviert. Einfach damit solche Dinge schneller vonstatten gehen. Es geht mir hier jetzt ja tatsächlich eher zweitrangig um die Immersion. Vorrangig geht es mir darum, die Klassen zu leveln, beziehungsweise die Klassen-Level-Herausforderungen zu zeigen. Steckt sich ein paar Kugeln in die Hand und schon geht's los. Nummer 1. Nummer 2. Da hinten? Das ist keine. Die Mauer führt aber in diese Richtung fort, genau. Jetzt brauchen wir nur noch 3 Drohnen und einmal 3 Gegner. Das hier sind leider nur 2. Wir können die übernehmen. Da unten noch irgendwo jemand? Nee, ne? Dann viel Spaß. Okay, Ghostlead, alles sauber. Gut geschossen. Jetzt hoffen wir mal, dass da unten auch ein Fahrzeug ist, mit dem wir über den Damm fahren können. Natürlich nicht. Ich sage immer Damm, aber es ist ja eigentlich gar kein Damm, sondern nur ein Schutzwall. Ja, kann sein, dass da Feinde in der Nähe sind, aber ich sehe keinen. Da, Drohne. Oh oh. Das ist ein Kampfmodus. Die sind ein bisschen aufgeregt. Ich mache mir ein bisschen Sorgen. Die so zu treffen ist schwierig. Shit. Jawohl. Gut. Prima. So, es fehlt uns nur noch eine Drohne und einmal 3 Gegner innerhalb von weniger als 3 Sekunden. Ich höre eine Drohne. Ich weiß nicht, ob ich die so kriegen kann.
Alter. Geht doch. Das waren die Drohnen. Dann kann ich jetzt den Schalldämpfer endlich wieder benutzen. Dann knallt es nicht mehr so laut. So, wenn ich jetzt einfach mal versuche. Ups, das war keine Absicht. Ich wollte eigentlich... Yeah, nice. Und damit sind wir auf Level 9. Geiler Scheiß. Geiler Scheiß.